Macrenum 7, der beste Stream aus Berlin. Magic, Mystery, Awesomeness und Call of Duty Season 3. Booing, Diggi! Sollte eigentlich Boom heißen, aber Booing geht, glaube ich, auch. Geht auch. Es wird knapp, aber es geht. Season 3 ist am Start. Wir werden jetzt gleich ins Game reingehen. Ich muss kurz noch... Boah, Alter. Den Vertrag zustimmen, ey. Hammerhart. Das ist ja richtig Arbeit, Diggi. Arbeit. So, machen wir mal ein Bild weg hier. Zack, jetzt müsste man sehen. Jetzt müsste man sehen. McLaren 7 wieder in maximaler Frische. Was ist denn das da oben? Man sieht nichts. Das ist geil. Das gefällt mir. Man sieht nichts. I love it. Wieso sieht man nichts? Jo, man sieht nichts. Steht auch da, jetzt neu starten. Geil. Season 3, Alter. Neu starten. I love it. Oh, man sieht's. Komisch, da steht neu starten. Bei mir steht gerade Season 3 und auf dem Bildschirm steht neu starten, Digga. Was ist denn hier los? Das ist die Magic, die Mystery. Das ist die Mystery. Es ist so. Es ist so mysteriös, Digga. Wir kommen darauf gar nicht klar, Alter. Wir kommen darauf nicht klar. So, checken wir mal, ob der Stream überhaupt funktioniert. Wo ist er denn? Twitch, der offizielle App, die ist amazing. Test 1, 2, 3, awesome. Test 1, 2, 3, awesome. Wow, 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 nicht so laut, Alter. Heilige Mutter. Update erfolgreich. Duty. Come on. Frau kommt raus. El Fakulazio. Mach sie kalt. Er kann die Frau nicht lieben. Ich verstehe es nicht. Call my name, Diggi! Valeria's in common. Sie ist weg. Ich hab sie. Das Las Almas Kartell ist jetzt in Almazra. Was willst du in Almazra? Neues Territorium. Ich verfolge Valeria. Meine Kleine, du kommst mit mir. Das Kartell will schweres Gerät haben. Wir aber auch, Hermano. Was wollen Sie von mir, Colonel? Halte hier die Stellung. Ich bin nicht allein. Alejandro der Schöne mit dem gut gegelten Haar, Diggi. Alejandro. Rudolfo. Berlusconi, Diggi. Presidente. Da haben wir ihn. Battle Pass, Diggi. It's time, Alter. Call of Duty, Digga. Call of Duty is back, Diggi. Call of Duty is back. Endlich, Alter. Black Cell. Geile Scheiße. 12, 20, whatever, ich hab keine Ahnung. 100 plus exklusive Belohnungen. 100.000, 1.400 Battle Points, Digga. Was auch immer. Awesome. Einfach. Pure Awesomeness, sehe ich hier. Pure Awesomeness. Oh, Baby. Wir gucken uns das natürlich an. Was gibt es hier, Alter? Was ist jetzt das Gute, Alter? Battle Pass, 110, 30 Euro Battle Pass? Instantly, additional, fuck yourself, what? Digga, what?
30 Euro? Kostet der Battle Pass 30 Euro? Habe ich Halluzination, Digga? Das muss der billige sein. Der kostet ja, der ist billig. Ja, was? Der kostet 30 Euro, der Battle Pass? Moin. Kannst du mal ans PayPal 30 Euro spenden, Digi? Der Battle Pass ist teuer geworden. Was ist das denn, Junge? 30 Euro für den Battle Pass? Activision, ich bin arm. Seid ihr noch ganz so viel höher, Digi? Holy shit, 30 Euro für den Battle Pass. Was ist da denn passiert? Hat der nicht immer 20 gekostet? Wieso kostet der 30, Digga? Was sagt? Wieso steht da 100 plus? Was ist das 100 plus, Digga? Freischaltbare Belohnungen? Sind die jetzt komplett free schon im Voraus? Oder was ist das? Was ist hier los, Digga? Verdienbare COD-Punkte 1400? Kampftocken? N-Stufen SPR, what? 20? CK, what? Zellsektorbelohnungen 12? What ist kaputt? Exclusive Gold Mask, Brother Digi. Holy shit, 20, 30 Mull, Knaller, Alter. 30! Junge! Was ist da denn passiert? Deswegen haben die auch alle Gold im Gesicht. Du bezahlst für die goldene Farbe. Ich schwöre bei allem, du zahlst für die goldene digitale Farbe, Mann. Es ist so. Es ist so, ihr zahlt inzwischen für goldene Farbe. Ja, Mann. Ja. Scheiße, Mimon. Hammer hart. Unbelievable, Junge. Unbelievable. Bock. Hört sich angehört wie ein Hühnchen gerade. Krass, ey. Wow. Was ist hier los? Battle Pass. Holy shit. My voice, Junge. Initialisierung, Digga. Jetzt geht's los. Guck dir da. Oh, Baby. Ja, weißt du Bescheid. Da weißt du, mit was man lockt. Oh, lala. Ja. Auto ein, Digga. Was ist Auto ein? Auto aus. Auto ein, Auto aus. Was? Mach automatischen Fortschritt im Battle Pass. Auto. Junge! Gab's etwa Leute, die zu dumm waren, sich die Sachen freizuschalten, dass der Entwickler gesagt hat, Junge, es gibt Leute, die haben die Points gehabt, aber die haben die nicht eingelöst. Jochen, was machen wir da? Ja, John. Wir machen Automatikmodus rein, Digga. Wie Automatikmodus, Jochen? Ja, John. Der Automatikmodus, der macht es möglich, dass das automatisch freigeschaltet wird. Einfach so, bis das Ding auf 100% ist. Ja, Mann, das ist ja eine geile Idee. Natürlich machen wir das. Nice, für die ganz Doofen. Oh, es müssen ja unglaublich viele Bekloppte draußen gewesen sein, oder? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ne? Oh, das hört sich verschärft an. Das hört sich verschärft an, Alter. An und aus. Oh, geil, Alter. Der Autopilot für Bekloppte. Awesome. Bestimmt Consoleros. Man weiß es nicht. Also bei PC-Gamern, die können nicht so benebelt sein, dass sie so eine Funktion benötigen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Wir gucken. Also, es ist so krass. Das ist so krass, ja. An. Schalte beim Spielen automatisch Belohnungen frei. Der Battle Pass priorisiert den Sektor mit der niedrigsten Zahl. Geil, Alter. Awesome. Oder aus, Digga. Aus bedeutet, verdiene beim Spielen Kampftocken, löse deine Tocken jederzeit manuell ein. Ja, also die Skiller-Function, ja. Für Leute mit Skill, Digga. Unbelievable, ja. Um das zu erhalten, was du möchtest. Geil, das sind die Consolero Aimbot-Player. Die Kronos-Zocker unter euch, ja? Die brauchen das. Awesome, Alter. Einfach awesome. Wir als hartgesottene Pro-Gamer mit über 20 Jahre Erfahrung werden selbstverständlich manuell machen. Was ist das da für eine grüne Ecke oben links? Ist das Grafikfehler, Digga? Ne, meine Maus ist drüber. Was ist das? Das irritiert mich. Ich will das nicht da oben haben. Was ist das? Grün, Junge? Die können auch keine grüne Ecke da einfach so eine grüne Ecke in den Bildschirm machen.
Junge, das kann ich nicht. Das ist Mark. Was ist das, Junge? Muss ich die Maus rüberhalten, damit die weg ist? Junge, ich will die grüne Ecke nicht haben, Digga. Was macht ihr denn da eine fucking grüne Ecke oben rechts? Junge, ihr könnt doch nicht eine grüne Ecke oben rechts reinmachen. Warum, Junge? Warum? Die ist nirgendwo, die ist nur oben links. Oben rechts, Digga. Oben rechts. Ist das oben rechts? Ja, ist wirklich rechts. Krass, Alter. Eine rechte grüne Ecke. Was ist das denn, Junge? Führerecke oder was? Mach ich die Scheiße da? Unbelievable. Ihr seht das Entertainment, wie ich es versprochen habe, ist sofort da. Punktgenau, Alter. Auf McLean kann man sich wenigstens verlassen, Alter. Selbst mit einem Zuschauer, Digga, kann man sicher drauf verlassen, dass hier high-endiges Content kommt, wenn es versprochen wird, Alter. Es ist so. Es ist so, Alter. So, wir machen weiter. Drücke V, um die automatische Belohnungsfreischalten. Nein! Was ist das denn? Drücke X, um die Battle Pass Karte anzumachen. Die Battle Pass Karte, Digga. Awesome. Drück X. Es passiert nichts bei X. Geil. Es passiert nichts bei X. Erst muss man Tutorial wahrscheinlich überstehen. Für die ganz Verstrahlten unter euch. Ja, ihr müsst das Tutorial erstmal euch inhalieren. Weil ihr sonst zu doof seid, um die Menüs bedienen zu können. Ja, deswegen. Die gehen davon aus, dass ihr total unterbelichtet seid, verstrahlt ohne Ende, ja, und deswegen kriegt ihr eine Einleitung ins Menü von Call of Duty Modern Warfare 2 2023. Geil. Einfach geil. Wahnsinn. Gucken wir. Sofort die Belohnung, wer diese hübsche Frau, wie ich den Namen wieder vergessen habe, nur wenn man gut aussieht und ich mich an die Frau erinnern kann, heißt das nicht, dass ich mir auch an den Namen ändern kann. Ist so. Ich kann mich aber komischerweise an Alejandro erinnern. Was sagt das über mich? Die gegelten, stylischen Haare, wie ich sie damals hatte in der Grundschulzeit? Sie sind zurück, Digga. 2023, Maculanium. The Returning, Digga. It's time. Resurrection. Ist so. Phoenix, Digga. Oh, Hammer. Ich sehe schon Mimon beten vor seinem Bildschirm gerade. So. Und sagte bei immer, Maculanium 7, Maculanium 7, Maculanium 7. Natürlich, Digi! Ich spüre die Kraft, bis sie herkommen. Und sie lässt einen gleich erstarken, Digi. Sie lässt einen erstarken. Ist schon alles größer geworden. Sofortige Belohnung. Der Kauf des Battle Pass schaltet direkte Belohnungen frei. Awesome. Dann haben wir Black Cell. Hol dir das Upgrade auf Black Cell für exklusive Belohnungen und einen Vorteil zum Start. Jawohl, Digi. Und 100% Bonus, Digga. 100% Bonus. Nicht 50%. Nicht 30%, Digga. 100% Bonus. 100. Das ist es. Das ist es. Schließe den Battle Pass ab, um Bonusbelohnungen zu verdienen, Alter. Unbelievable. Ist unbelievable. Wir sehen die totale Awesomeness hier. Warzone ist gerettet, ja. Call of Duty ist gerettet, wie alle es schon geschrieben haben. Total euphorisch, schon tagelang im Internet. Call of Duty ist gerettet. Ich schwöre, es ist der Battle Pass und der Tutorial fürs Menü. Das ist der Game Changer. Ich sag euch, es ist der Game Changer. Man sieht es sofort. Ich schwitze schon. Hab schon schwitzende Ritze überall. Überall, mir ist heiß, Digga. Mir ist heiß, nicht nur wegen Mimon. Allgemein, Digga. Weil es kickt rein, Alter. Selbst wenn man noch kein Geld investiert hat, es kickt schon so rein. Daran merkt man, es ist was Gutes. Es ist was Revolutionäres. Pure Awesomeness. Pure Awesomeness. So, wir gehen jetzt rein. Wir gehen wieder in den Weiterbildschirm und gucken uns den... Oh, guck dir das an. Guck dir das an. Jetzt haben wir sogar Hologramme, die aus den Menüs herauskommen. Guckt euch das an. Das ist ja die absolute... Da fehlen einem wirklich sämtliche Worte. Man bekommt die Imperium. Ein Scharfschützengewehr, Freunde. Sofort als allererstes, glaube ich. Oder man geht hier rein, nee, mit dem Sportlichen, was aussieht wie ein Fußballgewehr oder so. Ja, Fußballgewehr. Gibt ja auch Fußballer hier im Game. Deswegen, warum nicht auch ein Fußballgewehr, ne? Ist so, Digga. Es ist so. 3 Fußballschnitten haben wir am Start. Ist Hammer. Es ist
der Hammer plus Schlaganfall. Ne, das ist was anderes. So, wir klicken rauf und gehen gucken, was passiert. Uiuiui, noch mehr Menüs, noch viel mehr Unterfunktionen. Guckt euch das an. Wir bekommen den Las Almas Cartel, Digi. Andele, 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 it's time, Digi. Bekommen wir den Aufkleber, Digga, den Aufkleber, den schönsten Aufkleber, den Call of Duty bis jetzt ins Game reingebracht hat. It's amazing, Bro. It's amazing. Ihr habt so viel in das Game investiert. Ich bin heiß da drauf. Das bedeutet, gutes Produkt. Dann haben wir XP, Digga. XP sind wichtig und richtig, weil wir müssen leveln. Wir müssen leveln. Wir müssen doppelt so schnell leveln wie andere. Deswegen Booster, Digga. Booster. Die sind wichtig, Alter. Sie sind wichtig. Viel wichtiger als die zum Trinken, weil die sind schädlich. Aber die Booster in-game, sie geben uns Kraft und Saft, um die Zeit durchzustehen bis zu der nächsten Belohnung. Es ist so, deswegen gibt es sie ja. Es ist wirklich so, es ist wirklich so, ja. Dann gibt es hier für die Veganer unter euch einen toten Ochsenkopf, Digga. Mega geil. Skelettos, Diggi, Skelettos. Nicht zu verwechseln mit Stilettos, das ist was anderes, ja. Obwohl, es gibt für alles einen Fetisch. It's time, Diggi. Man kann die Hörner sich auch wo einführen. Geil. It's time. An den Hörnern, Digga. Das heißt auch so. Und irgendwas mit Varulus, Diggi. Caliente, Diggi. It's time, Alter. Es ist so. Es ist so. Ihr seht, dass es so ist. Ich zeig's ja gerade. Und wir haben jetzt dieses dicke Ding, Alter. Dieses dicke Ding haben wir am Start. Wir gucken uns die Vorschau an. Die ist bestimmt impressive. Uiuiui, guck dir das an. Guck dir das an. Da ist sogar ein Gitter davor, damit die Ameise da reingeht und Honig spenden kann. Ich schwöre, es ist genauso. Ameisenhonig. Wer kennt's nicht? Guck dir das an. Wir haben sogar hier einen fetten Griff, Alter. Awesome. Integrierter Schlägerring. Kann man wahrscheinlich auch ausklappen. Kommt jemand zu nah ran. Boom, Digga. Direkt rein. Ihr spürt die Energie sofort, Alter. Wie als ob ihr direkt einen Schuss ins Gesicht bekommt. Hammerhart. Besser wie bei jeder Bukake-Party. So. Dann gehen wir weiter in den nächsten Bereich. Wir schauen uns an den Vollstrecker, Diggi. Den Vollstrecker gucken wir uns an. Auch da wieder stramme XP-Tokens für die Waffe, für euer Level. Einfach amazing. Jeweils 15 Minuten. 15 Minuten ist mehr, als man braucht. Ihr kennt's alle. Wir brauchen alle nur 10 bis 15 Sekunden. Hier sogar 15 ganze Minuten. 15 Minuten, Freunde. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Und dieses schöne Schnörkel, Alter. Dieses schöne Schnörkel. Mano delle Lunatici. Ich wiederhole es nicht. Wir haben es alle verstanden. Awesome. Es ist die pure Awesomeness. Wir haben die Grafik auf Low, aber es sieht trotzdem geil aus. Das bedeutet, es ist geil. Es ist geil. 1800 Schatulle. Da war damals Schmuck drin. Jetzt Dienst für Kugel, Diggi. Einfach awesome. Einfach aus, obwohl die Teile aussehen wie kleine Raketen, aber ich sag Kugeln dazu. It's time. For the greatest mushering in the world. Es ist so. Es ist so. Gucken wir uns die Buggy an. Guckt euch das an. Ja? Wie niedlich das hier aufgestellt worden ist. Wie man sich Mühe gemacht hat. Und so eine kleine Dingens hier gebaut hat. Einfach süß, Alter. Einfach süß. Wir gucken an hier. Sieht aus wie ein Geldschein, oder? Awesome, Alter. Alejandro ist wieder am Start und die tolle Frau da, wo ich immer vergesse, wer das ist. Eine Stunde diesmal. Pure Awesomeness. Und irgendwas, Alter. Wahrscheinlich in Reihen. Ah, nee, ist eine Schlange. Hätte auch ein Brustkorb sein können. Wer weiß, Digi? Ich weiß es nicht. Gucken wir uns an. Das ist das Ding, was aussieht wie eine Sportskanone, Alter. Gucken wir uns an. Wie gesagt, Grafik ist niedrig aufgelöst, sieht aber trotzdem noch gut genug aus. Um mit hier zeigen zu können. Man kann tief ins Rohr reinschauen. Geil, you can call me. Vaginaldoktor, oder? Wie heißt das? Komm gerade nicht auf den Namen, ist egal. Guck dir das an. Sehr, sehr schön, Alter. Sehr, sehr schön, sehr, sehr nice. Mir ein bisschen zu bunt. Lenkt ab, sag ich. Lenkt ab, ja. Dann haben wir noch den hier. Gehen wir mal schneller durch, Alter. Profi-Weapon, Scorpion, Alter. Guck dir das an. Das sieht nett aus vorne. Dickes Rohr, Alter. Da ist die Rosette aufgeplatzt. Guckt ihr das an. Das ist gar noch blutig. Diggi, Diggi, Diggi. Guckt ihr das an. Beißen, Alter, ne? Guckt ihr das an. Sieht sehr nice aus. Ist romantisch. Man sieht es sofort. Rosetto heißt die Waffe auch in Fachkreisen. Ist aber ein geheimer Name. Und dann haben wir ihn hier. Ist klar, Rosetto möchte nicht erkannt werden. Deswegen hat er ein Tuch am Start.
So, dann haben wir natürlich auch dieses Golden High-End Weapon, Alter. XP, wieder ein Aufkleber. Dann haben wir hier einen Adler, glaube ich. Keine Ahnung, aber das, Sorigo, das ist es, ne? Daran erkennt man den Reichtum, den ihr nicht besitzt in Real Life. Guckt ihr das an. Dickes Rohr. Guckt ihr das an. Ordentlich edel. Ich würde jeder Versuch auf Schlachtfeld zu töten, ja, weil sie einfach die Waffe haben wollen, weil die Goldpreise sind gestiegen. Es ist so. Es ist so. Freunde, glaubt mir, ihr kennt die Märkte. So, guckt ihr das an. Auch ganz fein. Hier ist der Aufkleber. Ihr seht sie nicht mehr ganz so fresh aus, aber trotzdem awesome. Kann man nichts sagen. Dafür habt ihr... er ist golden, Digga. Er ist ja golden, Digga. Digga, guckt ihn dir an. Das ist Wassersport mit Style. Man muss es ganz klar sagen. Wieder awesome CP, Alter. Ordentliche Waffe. Die gucken wir mal ein bisschen näher an. Sieht auch ganz fein aus. Scorpius Military Group, ey. Awesome. Und dann haben wir die Frau. Ich nenne sie Miss Shotgun, Diggi. Ist gar keine Shotgun. Ist egal. Ich nenne es trotzdem Miss Shotgun. It's time, Alter. Mit Bauchnabel. Oh, Baby. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Mit Schwänzchen hinten dran. Nice. Nice, Diggi. Da wäre ich sofort. Da weiß ich Bescheid. Oh, Mosgynos. So heißt sie. Genau. Mann, bin ich gut. So, was haben wir noch? Wir gucken uns die Pakete genau an. Dann haben wir stramme XP mit einer pinken Waffe, Alter. Ist das pink? Ich glaube, es ist pink. Gucken wir uns dieses Modell an. Der sieht schon wieder so ein bisschen Hentai-mäßig aus. Luca. Ja, der nackte Luca. Grüße gehen raus. It's time, Diggi. So, Expertise. Ich habe schon gerade gelesen. Fortnite, Alter. Das wäre es gewesen, Alter. Fortnite-Weapon. Guckt ihr das an. Auch sehr nice. Ordentliches Rohr. Ihr dreht, Diggi. Ihr dreht das Rohr. Sorgt für mehr Bums. Was haben wir noch Interessantes im Battle Pass? Gucken wir uns mal auf den hier an. So, wieder ordentlich Points und eine 0815 Waffe. Die sieht 0815 aus. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist, ist nett, ne? Ist nett. Der Buggy ist auch nett, ne? Also vielleicht mal eine Kooperation mit Jurassic Park machen. Ich sag ja nur. Das sieht auch nett aus. Gehen wir mal gucken auf ihn. Ist jetzt nichts Besonderes, aber immerhin, er hat goldene Schnallen, Digga. Goldene Schnallen. Wer keine Frau hat, der hat goldene Schnallen am Schenkel. Natürlich kann er sagen, er hat Schnallen am Start. So, was haben wir als nächstes? Gehen wir uns mal das hier angucken. Oh, guck mal, die sieht auch aus nach Geld. Guck sie dir an. Natürlich hier, Skillenumhang, Digga. Es ist Skillenumhang, es ist so. Sieht ganz nett aus. Geile Leggings, es ist so. Geile Leggings. Da haben wir schon wieder Alejandro mit dieser coolen Frau drauf. Und schon wieder coole Frauen und wahrscheinlich Alejandro, der einen auf Spider-Man macht. Und irgendwo baumelt, Diggi. Er baumelt. Er baumelt so manches. Karten, Diggi. Awesome. Schönes Schildchen. Hintergrundbildchen. Oh, nice, nice. Was haben wir hier? Schon wieder eine Schrotze, Diggi. Schrotze, ich finde ihn nicht so toll, aber Titelhalter. Schon wieder. Das ist doch wieder so ein Fußball-Weapon, oder? Das erinnert mich all an Fußball. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Warte, Gerhard Wolf, Digga. Gerhard Wolf. Awesome, Alter. Der hört sich an wie so ein Soldat aus dem dritten Reich, ey. Unbelievable. Für Führer, man weiß es nicht. Das ist ein Führer, sportliche Waffe für einen Führer, ne? Vom Führer, von, für, weiß ich nicht. Sieht seltsam aus. Sieht seltsam aus. Wir gucken uns an. Wir haben ein neues Ding von... von Black Cell, Alter. Schauen wir uns mal an. Das sieht gut aus. Von Ghost, genau, Ghost. Da haben wir einen goldenen Ghost am Start. Schaut ihn euch an. Ich will nach oben, ich will nach oben. Wieso gehst du nicht nach oben? Why? So. Wieso geht der immer auf die Hose? Was ist das? Geht nicht hoch. Immer wie ich hoch mache, geht runter. Sehr seltsam. Auf jeden Fall sieht Ghost geil aus. Da kann man nichts sagen. Ghost sieht geil aus. Schauen wir hier, da ist sie wieder mit Alejandro. Don't call my name, I swear. So, schaut ihn euch an. Da haben wir wieder Tactical. Digga, was ist denn das hier? Waffe geht schnell ran. Ist komisch. Wohl ein Fehler ausgelöst durch zu viel Drehen, Alter. Hat die schon gezeigt, glaube ich. Weil die Waffe sieht auch mehr Durchschnitt aus, oder? Also, oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sah von Weitem wie Durchschnitt aus.
Awesome, Digi. Einfach pure Awesomeness. Und jetzt gucken wir uns noch das an. Alejandro, der schöne Alejandro zeigt sich wieder. Sehr entspannt. Und da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Diesmal wird nur ein bisschen Brust gezeigt und nicht der Kopf, oder? Oder? Doch, da ist sie. Schaut sie euch an. Die sind ein Liebespaar. Waren mal Chaka-Bumse machen. Chaka-Bumse, Alter. Keine verlorene Liebe. Ja, wer hat's gesagt? Alter, ich bekomme immer ein Klingeln im Ohr, wenn ich klatsche. Was ist da los, Alter? Die Schläge sind zu mächtig. Macranium 7. Es ist so. Guckt euch an, wieder ordentlich, Alter. Ordentlich. Das ist ein Luxus-Battle Pass. Ich sag euch so, wie es ist. Das ist ein... Oh, guckt euch an. Den schönen Alejandro sogar als kleine Box. Guckt es euch an. Ein Charme, Digi. Der wird awesome. Der steckt da drin, oder? Bösartiger Vargas. Das ist ein anderer. Sieht aber genauso aus wie unser strammer Alejandro. Don't call my name, Digga. So, dann schauen wir mal hier. Wir haben mit goldenen Panzer, Digga. Goldener Panzer. Guckt mit Krönchen, Alter. Das hatten wir auch im Vorgänger-Game als Paket am Start. Hatte ich tatsächlich gekauft. Aber nach 2 Jahren war das Game ja weg und alle gekauften Gegenstände waren für den Arsch. Das ist ja immer das große Problem, was man hat. Ist schade. Ist halt nur, man kauft wirklich nur für die Saison ein und dann verliert man den Besitz. Finde ich nicht schön, aber es ist ein sehr, 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 sehr schöner Battle Pass. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ein sehr, sehr schöner Battle Pass. Außer diese Fußballwaffen. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Saddam Hussein ist back in business, Alter. Getarnt als Santo, Digi. Als Santo, ja. Es ist so. Saddam, Digi. Ist back. Guckt ihn euch an. Sieht irgendwie an. Aus ein bisschen orientalisches Design, Alter. Einfach awesome. Und dir, Mimon? Alles fit? Geht's dir gut? Das ist auch wichtig, Digi. Ist wichtig und richtig. Dann gucken wir uns an. Ich glaube, die vorletzte Waffe, die ist schon wieder so ein bisschen wackelig hier drauf. Gerhard, Digga. Gerhard und Wolf ist wieder am Start. Waffe ist weg, Digga. Wo ist sie? Mal von der Seite gucken. Gerhard, Digga. Gerhard. Oha. Das sieht auch schön aus. Gucken wir an den strammen Jochen, Alter. Chewie heißt der hier, oder? Aber sieht trotzdem fein aus. So ein bisschen Wild West Cowboy. It's time, Diggy. Was haben, oh, guckt euch, da ist die Frau. Sieht ein bisschen Panne aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht ein bisschen Panne aus. Also ich hätte denjenigen, wenn ich die Frau wäre, hätte ich ihn erschossen, der diese Figur gemacht hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil er sieht kacke aus. Die Figur meine ich. Sie. So, da haben wir ordentlich Kugeln. Scheint anscheinend ordentlich Boom zu machen. Würde ich mir so vorstellen. Und jetzt kommen wir zum letzten Paket, den wir im Battle Pass haben. Oh, oh ne, wir haben die anderen zwei auf der linken Seite gar nicht gesehen. Schauen wir uns an. Da haben wir einen goldenen Anhänger diesmal. Die C4, glaube ich. Nee, nicht die C4. Wie heißt die? Kann man an den Seen von Berlin eigentlich grillen? Also, ich habe überall Verbotsschilder gesehen. Aber es machen trotzdem immer wieder Leute. Wenn Ordnungsdienst kommt, dann ist das Ding weg. Ansonsten ja. Also, rechtlich gesehen, nein. So, dann schauen wir uns das an. Sieht auch nice aus. Also, naja. So, jetzt gehen wir erstmal hier drauf. Wenn man den Battle Pass kauft, kriegt man, glaube ich, das als allererstes, wenn ich mich nicht irre. Was ist das? 150 Trophäen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wofür man die braucht. Sieht auf jeden Fall aus, wie als ob man da irgendwie Glücksspiel macht und dann die Münzen verwendet. Geil, Ding, Alter. Schnell, Orange-Monge rufen. It's time, Digga, it's time. Orange-Monge! Gib dir Bonus-Game, Alter. Kannst du freischalten. Ja, 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 Digi. It's time, Digi. It's time. Guck dir das an. Oh, ich werde geblendet. Oh, Digi. What's denn hier los, Alter? Las Almas, Kartell, Digi. Las Almas. Sieht gut aus. Wie gesagt, Grafik ist niedrig eingestellt. Wir brauchen die Power zum Zocken. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Kann man nichts sagen. Und da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Diesen schönen Alejandro, Digi. Alejandro, don't call my name. It's time, Alter. It's time. Die Hose ist ein bisschen runtergerutscht bei ihm, aber er ist der Styler. Er ist der Styler. Und wenn die Frau nicht will, er hat dafür immer Tape am Start. Er ist gerüstet, Digga. Er ist gerüstet. Ist hier auf jeden Fall eine coole Sau. Ein fettes Gewehr am Start mit integrierten Schlägerring, Alter. Awesome. Einfach awesome. Und da ist sie. Da ist sie. Die Legende himself, Alter.
Valeria. Valeria. Wunderschön, wenn ich eine Tochter habe, heißt sie Valeria. Ich komme nicht hoch, Alter. Es wird immer nur ihr Schritt reingezoomt. Ich verstehe das nicht. Ich will hoch. Alles klar. Dr. Otze bin ich jetzt. So. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Das Haar ist sehr wellig, sehr geschmeidig. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir uns an. Also das ist, wenn man den Battle Pass kauft, kriegt man sofort die Skins. Und wenn der Battle Pass komplett vollständig ist, dann gibt es, Freunde, haltet euch fest an der Stuhllehne, an der Gardine, wo auch immer, haltet euch fest an Schwanz oder Partners. Ist eure Sache, Alter, ist eure Sache. Haltet euch fest. Oder so, je nachdem, was ihr da habt zu Hause. Niemand weg. So, also. Gucken wir uns an. The Final, Alter. Ein Battle Pass. The Final. Also, wir schauen uns an. Scharfschützengewehr. Ich weiß nicht, ob derjenige farbenblind ist oder sonst irgendwas. Er hat sich einen durchgezogen. Der Macher dieses Design hat... gutes Ding, Alter. Oh, ist ja awesome. Nice Waffenskin, Alter, den ich da kreiert habe. So lassen wir das. Das releasen wir so. Digi, Time, Alter. Ja, so stell ich mir das vor. Genau so stellt mir das vor. Der Macher war auf Pilzen. Wie mir jemand schreibt, der Macher war auf Pilzen. Definitiv. Und erkennt keine Farben. Anders kann ich mir auch machen. Der dicke Knüppel da. Der Knüppel wird immer dicker. Er versucht, was zu kompensieren. Nicht umsonst sind die Rohre so riesig und der Knüppel zum Ziehen so fett, Alter. Hab ich noch nie gesehen. Was ist das, Alter? Dickste Knüppel upper ever. Also dicke Knüppel am Start, aber der Griff ist durch, damit da man ein bisschen... Kann man nicht in Worte fassen, ja? Eine leichte Waffe mit so einem fetten Bums, das bedeutet, dass die Waffe quasi ein 3 Kilometer nach hinten fliegt. Man muss es so sagen, ja? Man muss es so sagen. Es ist so. Es ist so. So, dann haben wir natürlich wieder Alejandro. Alejandro, don't call my fucking name, Alejandro. In Tarnfarbe, Diggi. In Tarnfarbe, total durch. Er sieht so ein bisschen aus, die Frisur, als ob er vorher in die Steckdose gefasst hat, um wieder runterzukommen von dem ganzen Crack. Koks. Speed, was er sich vorher reingeballert hat und der Booster, der nicht wirkt. Es ist so. Es ist so. Ja, und... Dann haben wir noch eine interessante Waffe. Nämlich, und die hat auf jeden Fall wieder einen etwas besseren Style. Nett, 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 nett. Auch bei niedriger Grafik, nett. Und da haben wir... Oh. Junge! Geile Leggings. Geile Leggings. Wir sind dabei, dass das animiert, den Battle Pass fertig zu bekommen. Er ist enorme, Digi. It's time, Alter. Ihr habt's gehört. So hört's an, wenn man auf die Leggings knallt. Wenn sie hinten am Start ist, wir sehen sie von hinten. Guck mal, das Knackige. Ja, dann sag mal, Valeria, it's time, Digi. Come on, let me show you skills, Valeria. It's time, Alter. Genau so läuft das, Alter. Das knallt so schön auf der Hose. Ich hab Erfahrungen. Ich weiß, wie es ist, wie sich anhört. Vertraut mir. Der Knall ist intensiv, Junge. Es ist wirklich so. Es ist so. Die Damen im Gym, sie wissen Bescheid, wenn ich komme, dann immer. Immer. Sie nennen mich auch MC erklatscht hart. Okay, das liegt an was anderem. Ihr wisst, wie es ist. Ihr wisst, wie es ist. Es ist wirklich so, ja? Es ist wirklich so. Es ist so. Guck dir das an. Dieses scharfe Aussehen, das ist amazing. Das ist amazing. Wir geben uns kurz nochmal anschauen. Guck dir das an. Guck, oh, oh. Uiuiui. Uiuiui. Guck dir das an. Guck dir das an. Goldene Augen. Ich drehe hier gleich voll am Rad. Lass mal schauen. Guck das an. Guck dir das an. Ist das geil? Ja, ich weiß, du willst nach unten. Aber Baby, lass mir mal gucken oben erstmal. Zuerst wollen wir uns mal kurz konzentrieren und dann nach unten. Ja, ganz, ganz geschillt. Ganz, ganz, ganz geschillt. Guck dir das an. Oh, Baby, das sieht wundervoll aus. Wundervoll. Wundervoll, Alter. Guck dir das an. Hallo, Schätzelein. Hallo, Schätzelein. Uiuiui, uiuiui. Ui, ui. Das macht... Ui, ui. Endlich meine Hose, die auch mehr anliegt ein bisschen. Und nicht so schlabber die Wichs. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Valeria. Ich bin am Start. Das wird mich und die ganzen Jungs im Game animieren,
die fettesten Erlebnisse darbieten zu können, um an die geile schwarze Leggings zu kommen. Es ist so. Es ist so, Freunde. Reibt eure Hände. It's time. Bringt eure Ölflaschen mit, denn ihr wisst, so bringt man die Hose zum Glänzen, Alter. Ihr wisst, wie es ist. Zumindest die Erfahrung haben. Wie Mimon und ich und so, ne? Auch noch Saburi und Knablo, weil wir sind die Helden. Wir sind die Elite, Digga. Die Elite, Twitch Deutschland. Es ist einfach so. Es ist einfach so, Alter. Es ist so. So, Freunde. Damit haben wir den kompletten Battle Pass studiert. Er ist definitiv gut. Er ist gut, ja. Man kann wirklich nichts dagegen sagen. Absolut gar nichts. Jetzt gehen wir erstmal in den Shop. Es wird anscheinend auch angezeigt, wenn da etwas gratis ist. Das ist geil, Alter. Was ist das? Ach, so kommst du durch die Felder. Wird sogar noch hier angezeigt. Da, guck dir an, wie ganz doofen unter uns. Wahnsinn. Oh, Baby. Battle Pass. Gehen wir gucken. Was ist das? Alter, mit jedem Klick kommt man da hin. Ich will in den normalen Store. Ich muss nach unten. Oh, dicke Eier und Häschen. Oh, das ist niedlich. Hopping Mad, Diggy. Hopping Mad, try the Paket. Mad, Mac. Mac 7, Diggy? We need it. McLean 7 Package, Alter. Richtig bedrohlich mit Alien-Schmodder an der Weste. It's time, Alter. It's time. Wir gucken uns erstmal an. Das Häschenpaket. Ich glaube, ich sehe es verspätet, aber drauf geschissen. Häschenpaket. Wir gucken uns das Häschen. Oh, guck dir das an. Hoppeline. Ist das nicht niedlich? Wir gucken uns Hoppeline jetzt genau. Oh, Klaus. Klaus, die Hoppeline. Okay. Kann man machen. Kann man machen. Klaus zeigt seinen Puschel, Alter. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Er ist der flauschigste Puschel ever. Mit Granatbombe, Digi. Awesome. Guck dir das an. Das ist er, der Klaus. Guck ihn dir an, Junge. Mit dir diese Rübenlaser. Der Rübenlaser, ja. Klaus geht hops, Alter. Mr. Hops ist Klaus. Klaus ist Mr. Hops. Einfach awesome. Den gibt's in männlich und weiblich quasi. Den Klaus. Geil, Alter. Wenn das mal nicht Diversität-Support ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Respekt, Activision. Respekt, Diggi. Mr. Hips, Diggi. Mr. Hips. Ist das putzig, Alter. Ist das putzig. Wir gucken uns an. Oh, sogar mit Effektvorschau. Wow, guck dir das an. Effektvorschau. Zwei vergrößern. Echt jetzt? Ich habe gedacht, da kommen Eier. Ist das Schokolade? Da kommt Schokolade raus. Nice, die P90. Und die sieht richtig schön aus. Wir werden uns die angucken. Das ist ja mal ein richtig geiles Paket. Das ist ein richtig gutes Paket. Finde ich. Ja. Dann haben wir auch noch die Pistole. Oh, da gucken wir mal auch. Gucken wir mal. Wieso ist die doppelt? Rechte Hand, linke Hand? Wie ist der so oder was? Irgendwie so. Kann man machen. Kann man machen, ne? Häschen halt. Häschen dreht durch, ne? Ist niedlich. Ist niedlich, kann man nicht sagen. Dicke Eier. Die Eier platzen von Klaus. Guck dir das an. Wer hätte das gedacht? 25 Euro Paket. Squad Bomb. Guck ich rein. Finde ich jetzt nicht so gut, wenn ich das sehe. Das ist einfach nur ein wilder Motorradfahrer, sag ich mal. Mit einer Bombe am Start. Dann haben wir Peach Power, Alter. Peach Power. Boah, das erinnert mich an die Katze, Alter. An die Katze. Ist ein geiles Game, aber ich habe keine Lust, das allein zu zocken. Ja, guck dir an. Peach, Alter, der stramme Pfirsich namens Peach. Ist auf jeden Fall nett. Der Wingman ist auch nett, aber es geht nichts über Shredder. Häschen. Giftpaket ist irgendein Sound, den ich nicht abspielen darf, weil ich sonst Stress bekomme. Man kann sich gönnen Alpha Decay, Dark Ritual und man kann sich auch den Bone Chiller gönnen, weil er ist wirklich gut und erinnert an das Hideo Kojima Postzusteller Game mit geiler Story. Ich vergesse immer den Namen, aber ihr wisst, was ich meine. Sehr, sehr geil. Also es gibt tatsächlich viele Pakete, die sind auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und vergessen wir nicht die Rahmenrandale für 10 Euro. Die Rahmenrandale, Digga. Die ist wirklich gut.
Ich sag euch so, wie es ist. Nix geht über die Rahmenrandale für 9,99 Euro. It's time, Diggi. Habt ihr die leisen Klatscher gehört? Ja, geil. So, wir gucken nochmal rein, weil wir es können. Gucken wir Karte X drücken, Karte wieder weg, Alter. Guck dir das an, das sind Animationen, du, von der nächsten Welt. Ja, Next Level, das ist einfach hops genommen, Digga. Alle Gamer hops genommen, Warzone ist gerettet, ist alles safe, Diggi. Es ist alles safe, Alter. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt ins Game reingehe. Was ist denn das? Gewaltige Wiederaufstehungsvierer, Junge, das hört sich ja an. Wie heißt gewaltige in Englisch? Alexa, was heißt gewaltige Wiederauferstehung in Englisch? Das ist eine Antwort von einem Alexa Answers Nutzer, die ich übersetzt habe. Die Wiedergeburt einer Seele in einem anderen Körper. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja. Vielen Dank für dein Feedback. Oh. Okay, nice. Kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Es war befriedigend. Es war nicht das, was ich... Oh, Baby. Da sehe ich Liebe im Gesicht, Digi. Valeria und Alejandro, Digi. Ich nehme sie beide. Ich nehme sie beide. Zuerst nehme ich Valeria und dann nehme ich Alejandro. Ja? Oh, mir ist schon ganz schwummerig. Valeria, Alejandro und ich bin in der Mitte quasi, ja? Und Monte hält die Kamera. Es... Oh, Digga, das ist es. Das ist es, Junge. Das ist es. Lass den Traum wahr werden. Schick's ins Internet. Orgie 2023. Macronium 7. Valeria. Alejandro, don't call my name. And Monte Digi. Es ist so. Geschichtsträchtiger Dreier. Wir gehen rein in ein legendäres, jetzt schon legendäres... ein animierter LOL. Der Screen gefällt mir definitiv besser. Der gefällt mir definitiv besser wie vorher. Wir gehen erstmal in die Options. Mal gucken, ob sich irgendwas geändert hat in der Grafik, Alter. Wir schauen. Was ist das? Exclusive, Diggi. Exclusive. Definitiv. Weil wir möchten die totale Power haben. Und die totale Power kriegt ihr nur, wenn es exclusive ist, Diggi. Es ist so. Glaubt mir, dass es so ist. Ich habe immer recht. Immer, Digga. So, DLSS mit 50er auf Qualität. Wichtig und richtig. Ja, das bedeutet pure Awesomeness. Pure Awesomeness, Digga. Es ist, glaube ich, Grafik verändert worden, oder? Ich hatte, glaube ich, alles auf Low. Ich hatte alles auf Low. Jetzt ist irgendwie höher. Der hat, glaube ich, eine Einstellung gemacht. Einfach so ist der Boost an. Ich habe es gerade nicht gesehen. Ist der Boost an. Das ist das Wichtige. Wir gucken Filter, die manipulieren manchmal. Herrschaft, Stellung und Deathmatch. Jawohl. Los geht's, Alter. Los geht's. Los! Diggi. Steam. Maus. Voice. Come on. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das ist übrigens das Purple Yolt-Paket. Meiner Meinung nach noch immer eins der schönsten Pakete, die der Store bis jetzt hatte. Was aber daran liegt, dass ich lila mag. Lila mit schwarz. Natürlich auch schwarz mit silber. Aber man kann ja alles haben. Wir sind in der Nacht bei Bleos Lighthouse. Digi, hört sich an wie so ein Puff im Zoo oder so. Awesome. I love it. Wir gehen rein. Das erste Mal bin ich hier auf der Map, glaube ich. Wir nehmen die... Comment il s'est... Le gars, il... Ah, alerte maximale. Ok, c'est pour ça. Don't call my name, Alejandro. So, guter Einstieg. Guter Einstieg. Sie sind glücklich, denn Mac 7 ist da und sorgt für Heiterkeit und gute Laune. Da springt gleich der erste. Je t'aime, je t'aime.